bitte. So. So, das war erstmal der Anfang für heute. Ja, yeah, alright. 5 Riesen sind im Port. Wer hat heute die Eier zu betteln? Ihr seid doch alles harte Männer. Ihr liebt doch die Straße. Ne? Traut sich einer? Wer traut sich? Wer traut sich als? 5 Riesen sind im Port. Wenn wir genug Leute finden, gehe ich vielleicht auch 10 hoch. Machen wir es ganz einfach. Alle, die Eier haben, kommen gleich zu mir rüber. Wir losen ein paar Leute aus. 5 Riesen sind im Port. Klingt doch nach einem netten Trinkgeld, oder? Also, wer die Eier hat, einmal zu mir. Alright, so haben wir jetzt noch irgendeinen außer SJ, der sich traut zu battlen. Casey macht die Platte, Alter. Wo sind denn unsere ganzen Rapper hin? Ich glaube, da ist ein anderer Rapper noch am Start. Ja, entspann dich. Lampenfieber. Dann mach SJ gegen Peter. Ja, deine Zeit. Auf da. Ja, right, wir haben da noch ein paar Leute mit Eier gefunden. Sehr gut. Und endlich hat er seinen Rucksack ausgezogen, so wie ich es ihm gesagt habe. Alright, wer von euch will anfangen? Aber Kopf oder Zahl, würde ich sagen, ja. Wer wirft die Münze? Kopf oder Zahl? Du willst Kopf oder Zahl? Was willst du? Nimm Kopf, Digga. Alright, Jin, wärst du so freundlich? Yo, zwischen Genie und Wahnsinn liegt ein schmaler Grat. Zwischen Verhütung und dir, die Faulheit deiner Junkie-Ma. Gib mir Beachtung, ich will, dass du mich zum Fürsten küsst. Deine Bitch ist wie Karies, sie verschwindet nur, wenn sie gebürstet wird. Wie viele Lines sind denn, Alter? Also komplett durchrhymen hier. Nee, ihr könnt auch wechseln. Ja, Pierre kann auch kontern. Wechselt euch. Hey, ich dachte, dass du sagst, die Changes an. Okay. Kleiner Pisser, geh wieder nach Hause zu deiner Mom. Da steck ich meinen Finger rein und komme in das Gesicht da. Du möchtest gerne ein großer hier sein, doch bekommst noch nicht mal einen anständigen Rhyme. Laber keine Scheiße hier auf Beat, du bist richtig mies. Pass besser auf, bevor ich meine Pistol zieh. Also laber keinen Scheiß, du scheiß elender Blender. In meinen Augen bist du nur ein scheiß Wannabe-Rapper. Yeah. Okay. Yeah. Oh Mann, Ansage. Wenn ich... Oh Mann, wenn ich das hier sehe, kommt mir kurz aus dem Magen. Ich brauch nur eine Line, $3 Pep, um dich voll zu tot zu schlagen. Ich hab immer was zu tun, als wär ich ein Vollzeitvater. Mit meinem Rap bist du überfordert wie eine Hochzeitsplane. Ah, alle Texte schon vorgeschrieben. Bin vorgeschrieben, Digga. Ah, Pier. Bitch, nicht nach Freestyle an. Seid mal ruhig, Mann. Ist kein Freestyle. Pass mal lieber auf, du kleiner dreckiger Scheiß-Clown. Der Hund da drüben haut dir gleich aufs Maul. Du hast eine große Fresse, mehr aber auch nicht. Bring mir einen Rapper, der kann es auch eigentlich. Ja, kann ich die Scheiße mal unterbrechen, Mann? Ja. Braucht jemand, der richtig wegfickt hier? Ja. Du kannst auch gleich in der nächsten Runde gegen Saint antreten. Okay, gib mir Saint. Ich hab so Bock gerade, ich bin so heiß. Ja. Au. Ja, die gibt $5,000, Mann. Ja. Nur deswegen gekommen. Und die Frage, die ich mir hier stelle, ey, wer gibt dir kleinen Pisser einfach noch eine Schelle? Deine Mutter hat mich angerufen und mich gefragt, ey, oh, Pierre, was ist gar los? Ey, oh, komm vorbei am Start und ich nehme ein paar Blunts mit und nehme mir in den Schritt und die nimmt den Schwanz in den Maul, ey, ganz ehrlich, geh dem Pissgesicht. Komm mal lieber klar, auch mit deinem Scheiß-Style. Du bist, ganz ehrlich, noch nicht mal wie tight. Alle Rapper klingen gleich und du hast keinen Flow und deine Freundin denkt sich, ich bin viel zu dope. Alle rappen über mich, denn ich bin einfach der Größe und für mich seid ihr alle Scheißhurensöhne. Also warum hier gegen jeden fronten den Pisser? Ey, oh, gib dem ein Dictionary, das ist für ihn besser. Also Saint, komm, Battle of Gods. Ey, und ich will hier diesen kleinen Pisser nicht voller Shots. Ja, du kriegst einen Tritt an den Kiefer und trägst Namen davon. Diese distieren deinen Körper wie ein Gerichtsmedizin. Deine Freundin sagt, sie ist treu. Jetzt komm doch ein Kollege alles größer als vom Pentagon. Ich komm hier in die Cypher und ich bin der Don. Es geht los von vorn. Mann, kein Alter, wenn ich sag, dass ich mich schnell vergesse. Ich kann mich auch mit Worten wehren, aber ich hau dir auf die Füße. Guten Morgen. Beginn da seiner Darmgegend zu zucken. Kein Wunder, denn du siehst Sperma als Knicke zum Lutschen. Tja, das war ja wohl gar nichts. Alright, machen wir jetzt mal auf die ganz gute alte Schule. Ich will mal ein bisschen lärmen für SJ. Wer SJ vorne sieht. Wie gut auch. Pier vorne sieht. Der schreit Hu! Wer was? Wer? Wollt ihr ein bisschen Feedback geben? Wer ist denn SJ? Wer ist SJ? Wollte ich auch gerade fragen. Wer SJ war der Kollegaverschnitt, ja. Was, Pier? Ja, der Kollege zitiert. Ja,
Alles klar. Und dann möchte ich erstmal zu Hause mit dem Joghurt im Rucksack. Hier. Yeah. Der hat wenigstens gefreestylt. Klar, damit ist Pierre dann wohl weiter. Pierre, ich will gegen dich freestylen, Mann. Alright, dann bis gleich. Ich bin heiß! Okay. Ist heiß? Ist deine Runde gegen Saint, würde ich sagen. Meine Runde gegen Saint? Oh nein, schon verloren. Wer ist dieser Saint und wo ist er? In der Mitte ist der Gastgeber. Das ist Saint. Ja. Haben denn noch andere Rapper oder? Ja, okay. Ja, ja, alles. Wenn ihr mich alle hören, geh mal rippen. Was? Ich kann nicht, ich hör nicht mehr. Wie du willst, mal, Acapella oder Beat? Beat, ich mach den Shit auf der Street. Ist mir scheißegal. Außerdem ist er gut da. Ich glaube nicht, ich weiß nicht. Dann mit Beat, immer mit Beat. Ist schon gut, ja. Wenn Jalil da wäre, wäre sick. Mit Jalil würde ich Duo machen, ja. Mach irgendeinen, ist mir scheiße. Aber alleine, Digga, ich bin nicht im Saft, ja. Okay, Saint. Fang du an. Ladies first natürlich, oder? Ja? Ladies first, okay. Schwule hinterher. Und du stehst jetzt vor mir mit deiner abgefuckten Lederkutte. Was willst du mir sagen? Bist du nur ein abgefuckter Jäger nur da? Was willst du mir erzählen, Mann? Ich mach die Scheiße einfach nur im Freestyle. Fick dich jetzt weg und deine Freundin schreit wie geil, ne? Und ich marschiere bei dir ein, wie so wie deutsche Soldaten, ne? Kleine Nutte, Mann, du kannst mir einblasen. Wen willst du verarschen, hä? Komm, stehst vor mir mit der großen Kette. Machst einen auf großer Macke. Doch bist du ein Hosenkacker. Mir ist alles scheißegal, das reimt sich nicht sauber. Aber das ist wie dein Genitalbereich, auch nicht sauber. Mir ist alles scheißegal, komm, du kannst mir einblasen, ne? Und hätte ich eine andere Nationalität, dann würde ich dich. Doch den Leim lässt sich aus, weil ich nicht abgeführt werde. Level Double Time Freestyle. Und ganz ehrlich, du kleine Nutte, bist hier hängen gekommen, um einfach zu sterben. Komm, zeig, was du kannst, Bitch. Wow. Kein Problem, Motherfucker, wenn ich will, dann rapp ich Double Time. Wenn ich komme, stepp ich einfach so in deine Mutter rein. So sieht's aus, du kleiner Matrose. Stehst vor mir mit einer roten Jacke und einer Hose. Bitch, was willst du tun? Ich fick dich weg. Und wenn ich komme, mach ich dich jetzt einfach klickety-clack. Klickety-clack, die ganze schießt in deine Kopf. Fick ich deine Mutter, ziehe an dem Zopf. Die Frau neben der dir tanzt mit der Hose. Du bist, wie gesagt, ein Matrose. Sie hat Zöpfe, schwarze und sexy. Wenn ich deine Mutter ficke, machst du nur Knecks Knie. Oh shit, Tune in Werkstatt. Wenn ich dich ficke, dann bist du in der Werkstatt. Geh zu Mars, du kleiner Bastard. Jetzt fick ich dich Platz in den Arsch und sie sagen nein. Oh shit, was willst du tun? All die Motherfucker müssen wegen dir buhen. All die Motherfucker müssen wegen dir steppen. Und wenn ich dich ficke, dann fick ich dich mit größerer Kette. Du hast eine kleinere Kette, ich spitte den Scheiß. Wenn ich komme, ist die Nutte neben dir auch mal reich. Denn ich spitte die Partfee. Bin einfach geil und nimm die 5000 Euro haben jetzt in meinem Mai. Dicker. Feiner Junge. Okay. Wow. Ich hab's dir gesagt, Bruder. Saint, dein Part. Was für Matrose, Mann, ich trag keine Hose. Und ich geb bei deiner Bitch zu Hause den Tonarm wie ein gottverdammter Kapitän. Und du wirst schon sehen, Mann, ich war doch eben auch mit deiner All in den Backstage. Dreh dir kurz mal eben so ein Sextape. Schreife auch das Gummi ab und komm auf die Bühne mit einem Halbsteif, ne? Und wenn ich einmal schnipse, kommt deine Bitch und nimmt ihn direkt in die Kalkleiste. Und weil dich das dann so schockiert, findet man dich dann am Hofpacker zeitgleich. Aber hey, kein Thema. Ich kann dir auch gerne eine Hand reichen. Gib dir auch einen Tauri von der Gig-Gage. Doch willst du uns auch Santos nochmal eine Büse? Musst nicht nur deine Bitch, sondern du auch meinen Dick blasen. Und am besten bringst du auch noch Mutter, Schwester und alle Verwandten mit. Ein Blowy von denen könnte auch nicht schaden. Oh Bruder, da musste der los. Du machst eine Pause. Wird einen Schlaganfall bekommen, ja. Krasse erste Runde, Mann. Alter, Wahnsinn. Und Leute, habt ihr Bock? Ja! Juhu! Ich auch! Also war mega krasse Runde. Und wenn der jetzt nicht geliebt wäre oder gekickt wurde. Zeig mal alle, ruhig! Soll ich ein bisschen Autotune auflegen? Was dann Lilele? Opa! AJC wurde traut sich eigentlich noch jemand außer den vier? Will noch jemand die 5000? Ja, JC traut sich. Ich hätte die schon gerne. Ich wäre auch noch dabei. 1000 Dollar sind von mir. Alter, wie viele Leute da gekickt wurden? Ich mach nicht so viel. Alright, haben wir noch einen zweiten, dann machen wir einen Battle noch vor. Wir müssen eierloser. Aber wie gesagt, ich hab nur einen vorgeschriebenen Text, jo. Aber da ist er ja wieder, gut, dann können wir weitermachen. Okay. Okay, ist wieder dein Part. Esco ist der Name. Wieder mein Part, Entschuldigung. Ja, ja. Also kann ich jetzt loslegen? Ja, ja. Okay. Warte. Ja, ich hatte Kopfschmerzen, halte doch Stand, du Ficky. Hinter dir das Wand-Graffiti. Hübscher als die Fresse, die du trägst. Du Bastard bist jetzt stets nicht für die Street gemacht wie der Keks. Shit, ich rap den Part, Bitch, ich fick dich hart. Wenn ich komme, dann gibt es dick in deinen Arsch. Oh shit. Ich kann mir einen anderen Beat machen, Mann. Ich bin gerade durch die Kopfschmerzen total rausgekommen hier. Ja. Warte mal, den können wir mal versuchen. Aber war auch solide Part. Diese Double Time fickt ja meinen Kopf, Mann. Also Double Time beim Freestyle habe ich glaube ich noch
nie gehört. Also direkt live. Heftig. Ja. Er kommt gleich. Ja, kein Thema. Wollt ihr was hören, Leute? Wollt ihr was hören? Ja, hau mal rein, Mann. Hau mal rein. Ja, pass auf. Ja, pass auf. Ja. Jetzt geht's auf. Los. Brauchst du noch ein bisschen Ego oder was ziehst du die Nase? Nein, pass auf. Ja. Ja, der Typ hier erklärt, du, mein Schlauch ist dicker als der von der Feuerwehr. Shit, ich tu nicht die Werkstatt, sondern dein Face. So sieht es aus mit dem Red Battle, mein Race. Shit, ich kick die Parts jetzt im Freestyle. Kick den Shit und all die Typen sind hier gerade im Streetstyle. Alle sind am Dancen, nein, sie tun es nicht, denn sie lachen dich aus mit dem schwulen, abgefuckten Fischgesicht. Ah, rap dein Part, ich geb jetzt mal ab, denn du bist für mich ne Bitch, die ich wegklapp und auch verkackt. Ah, du bist. Ja. Und was willst du mir halt sagen, Mann? Ich hab ein prägnantes Gesicht und außer, glaub mir, jeder fickt mich außer dich. Mir ist alles scheißegal, ich war doch mal im MD. Hab ich dich da nicht schon mal gesehen? Warst du nicht der Wichser mit dem Potenzproblem? Ey, warte, ich check mal grad mein Handy. Du warst doch mit einer Eulen da. Ich glaub, ich hab mit dir ein Cringer-Match, ey. Und warte, wir haben schon mal geschrieben. Es ging um Sex, Mann, sie war doch reinsam und so unbefriedigt, weil du es nicht bringst im Bett. Ah. Und was soll ich denn noch sagen? Ich war so nett und hab mal eben bei deiner Frau einen weggesteckt. Also mach mal nicht den großen Macke, ey. Der hört eigentlich niemanden, aber Mann, du bist ein Kackspaß. Der ist öfter mal bei uns, ja. Komm, brauch ich diese Handschuhe? Wolltest du ein bisschen trainieren oder sind die... Ach, scheiße, ja, komm, Time. Je nachdem, wer den Ruf, Damon oder Lukas. Seht ihr, wie der Pisser stirbt? Die Handschuhe sind dafür, damit ich dich gleich fisten wird. Ich war im Krankenhaus, genau, du weißt Bescheid. Mein Penis war zu breit und ich machte ihn ein bisschen klein, damit die Bitches nicht mehr weinen, wenn ich ihn auspack und reinsteck. So sieht es aus, ich fick die Bitches mit nem Bodycheck. Kleiner Spaß, was willst du tun? Mit deinem Mirokesen werden die ganzen Bitches dich aus Boden. Ich kick die Party jetzt. Nehme deinen dreckig ekligen Arsch jetzt. Den. Nee, fick ich doch nicht. Scheiß drauf. Party jetzt. Ah, yeah. Ich bleib doch in meiner Tuning-Werkstatt. So sieht es aus, ja, du kleine Bitch mit Huren-Arschgack. Ich weiß nicht, was ich rappen soll, die Rhymes sind hart. Aber scheiß drauf, Mann, ich hatte heute einen harten Tag. Das Basti weint, ich rap die Puffs wie Buster Rhymes. Und jetzt sehen alle, wie dieser kleine abgefuckte Bastard weint. Oh. Alter Schwede. Okay, was für Buster Rhymes, du bist eher Grubtickern. Und muss sagen, dass mir leider deine Lines nicht wehtan. Mann, du redest dauernd was von Arschsex. Hast du da einen Fetisch oder so? Ganz ehrlich, komm, wir klären die Sache auch dann so, mein Sohn. Du brauchst noch ein bisschen Weile, das ist doch hier mein Thron. Ich bleib nur stets der Wichser mit der abgefuckten Bombe und der Königskette. Kein Lelele, weil ich so auch mal die Töne treffe. Ey, du hast dich immerhin getraut, gegen mich zu battlen. Doch in der nächsten Stunde sieht man dich am Stadtpark mit einem Becher betteln. Nice, der war ganz nett. Der war gut. Der war echt gut. Alright, Bruder. Hand drauf, fair's better, man. Nice, ja, Mann. Beide waren gut, Alter. Für wen seid ihr denn, Mann? Wer soll eigentlich eine Runde weiter? Warte mal, bis hier Verlängerung. Okay. Brauche eine Verlängerung, Mann. Ich würde mal sagen, noch eine Verlängerung an der Maze Bank eventuell? Der Maze Bank. Hey, das ist total die gute Idee. Habt ihr da Bock drauf, an der Bank Party zu machen auf der Straße? Wir sperren jetzt die Straße und ziehen das durch, Mann. Bis gleich. Alright. Bitte was? Das ist so weit, ne? Lass laufen. Der Hund jetzt. Was? Wir sind laufen jetzt zur Maze Bank? Was? Das ist ja doppelt so viel wie bei Bennys. Ich schau mal, ob ich mich irgendwo hier reinquetschen kann. Alter, mega nice. Okay. Ah, okay, die rappen. Ey. Guck dich an, bist du ein Star oder ein Asthma-Patient. Eine Kugel und du machst auf Fahrt, doch du bist am Brennen, Digga. Ich weiß, dass es hier jetzt abgeht. Alle sind im Kreis, ey. Es wird jetzt abgehen. Du redest was von Sterben und Raps über Medics. Jeder weiß, du bist nicht echt, weil du nur fake bist. Deine Goldkette kostet $50. Yeah. Und du fährst gegen den Boller. Was für Klamotten, Digga. Es ist warm bei dem Wetter. Ja, du machst einen auf Rapper, doch du weißt, ich bin besser. Hol doch dein Messer. Wo sind die Stiche denn? Hast eine Sonnenbrille. Obwohl es dunkel ist. Du machst auf Dealer. Guck dich an. Du bist ein Verlierer. Ey, du bist beim Pokern kein Dealer. An deiner Stelle würde ich rennen. Ja, bitte wieder. Time. Oh.
Ah, ich mach auf Dealer. Interessant, dass du so viel über mich weißt. Ich weiß nur leider nicht, wo du bist, nur wo du bleibst. Mann, du bleibst als Letzter an der Reihe. Ah, okay, dann warte ich halt einfach auf den nächsten Beat. Ist mir auch schon wieder. Okay, gib ihn. Sorry, Mann. Und er flippt mich an, dass ich ihm jetzt etwas gebe. Okay, ich gebe dir Penis und nehme dein Leben, mir ist alles egal. Mann, ich bin im Wahn und da. Auf Mucke liegt der Fokus, da. Dich zu zerstören, nur, ne? Mach ich nur noch nebenbei. Du bist nicht auch runter wie ne Go-Go, ah. Und was du hier laberst, absolutes No-Go. Was laberst du von Gangmember? Du bist nicht Santana. Und wenn ich da noch Bock hab, werde ich für dich auch Casanova, denn ich set Tripping auf deinen Scheißschädel. Und schon wieder einen Decipher gefickt. Und nach Hause geschickt. Deine Leute hauen immer ab, Mann. Oh, Digga, shit. Digga, der ist erstmal safe zu den Medics, so wie der geatmet hat. Ah. Oh. Darf man? Ja. Der ist schon hier. Ich mach dir wieder den anderen Beat an. So muss das. Er macht das verdammt gut, Mann. Er ist besser Rocker, der Stell dich erstmal vor! Ich bin Esco und ich fick alles. Er hat doch eben schon. Okay, ich will die Hände sehen, Bewegt euch ein bisschen zu dem Beat. Yeah. Okay, fetter Beat. Ah. Fetter Beat. Wieder die Nase. Kommt Leute, das ist keine Trauerfeier. Wo sind die Hände? Ja. Yeah. Wo sind die Hände? Rap den Shit jetzt. Ich komm mit dem Hitback und mache einfach Klick-Klack. Der Typ da hinten legt sich auf den Boden, keine Ahnung. Ich glaub, er hat keine Arme. Shit. Ich bin jetzt lustig. Oh Mann, der Beat hat sich irgendwie gerade fisch. Okay, all gut, all gut. Bleib dran. Okay. Hast du andere Beats? So ein bisschen. Bam! Ich hab halt nur die 3, ehrlich gesagt. Soll ich weitermachen, oder? Habt ihr schon gechillt? Sucht euch jetzt aus, weil ich battle, oder wollt ihr einen Tag-Team? Ja, komm, ich will weitermachen. Ich will das beenden, was ihr angefangen habt. Oh, nicht der. Okay, Johnny, dann darfst du gleich wieder. Dann machen wir jetzt erstmal die eine Runde hier zu Ende. Mit viel Glück könnt ihr dann nochmal gegeneinander gehen. Ja, auf jeden. Bin ich jetzt weg? Nee, mach zu Ende. Ja. Yeah. Das ist normal, bin ich so gewohnt, dass Frauen sich um mich streiten. Ja, yeah, was geht ab? Ich bin wieder da. Stehe vor dir, als wär ich dein Papa. Du weißt nicht, was du machen sollst und raps. Aber scheiß auf deine Rhymes, denn ich spit die Scheiße raus wie Busta Rhymes. Jeder, der hier steht, kann einfach hören, wie die Scheiße hier grad abgeht. Schieß dir in den Kopf, du kleiner Cupcakes. Hab die Hände in der Höhe, in die Luft, links nach rechts und dann zu dir. So sieht es aus, ja, ein ganzer dicker Panzer hier. Ah, ich trag die Cap immer nach hinten, denn ich bin bekannt, wie du schon weißt, von hinten. Ja. Yeah. Ich gebe ab. Ich hab da eine Frage, woher kommt das Esco? Von Escobar oder weil du fährst in einem Ford Escort? Mir ist alles scheißegal, ich schick dich jetzt mal fort. Und was bist du für ein Panzer? Maximal ein Panzer von den Deutschen, nicht mal einsatzbereit. Ganz einsatzbereit, ganz leicht mach ich das jetzt nebenbei. Und schlag dich nebenbei, während ich auf Johnny warte, ey. Wollt ihr noch mal Nummern austauschen? Weil ich hab euch schließlich beide weggefickt und danach noch einfach weggeschickt, als wärt ihr meine Ex-Bitch. Ja, das wird jetzt hässlich, der möchte gern Rocker. Wo ist denn dein Motorrad? Ach ja, ich nehm dir auch. Oh shit. Oh shit, ich bin drauf geblieben. Ich bin halt drauf geblieben, wie geil ist das denn? Vor diesem Kreis sind 10 Leute noch übrig. Ey, bis die alle wieder rejoin. Ist der TeamSpeak-Server jetzt kaputt? Alter, wenn jetzt der TeamSpeak-Server auch noch abgerauscht ist, dann weiß ich aber auch nicht mehr weiter. Dann war es jetzt mal komplett, ne?